Jo, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich bin im Storchenparadies herum. Da soll es ja vielleicht schon ein paar Junge geben. Ich glaube, die werden wir zwar noch nicht sehen, weil die sind alle noch im Nesterl versteckt. Aber schauen wir mal, ob wir ein paar schöne Büdeln einfangen können. Also, gehen wir mal zu den Aussichtspunkten und dann schauen wir mal. Ja, wie man da sehen kann, ist da schon einiges auch abgebrochen von den Bäumen. Eine ganz schön große. Ja. Alles austrocknet. Zeige ich gleich. Ja, ist zwar alles schön grün, aber trotzdem alles ausgetrocknet. Sieht immer wieder sehr schön aus da. Richtig idyllisch da. Gut, das habe ich eh schon gewusst. Der Rundwanderweg ist gesperrt bei den Biber hinten. Ja, schauen wir uns etwas anderes an. Geht es jetzt auch auf einen kleinen Ausblick aus? Schauen wir sie natürlich auch an. Ja, ziemlich sumpfig da, aber da steht hier ein Storch.
Ah, dort ist auch noch ein bisschen Wasser, wo der mit dem Storchelt. Ja, ich bin gerade am Überlegen, weil zu der Hütte, bei dem Biberweg komme ich ja nicht mehr hin, weil der gesperrt ist. Ich überlege mir, wenn man nicht da gleich ein Käfchen mache. Ich glaube, ich werde es so machen. Ja, auf alle Fälle leben wir heute einmal ein bisschen gesund. Und heute gibt es einmal einen Apfel. Mahlzeit. Ja, wir haben jetzt da durchgerungen, ich werde mal ein Käfchen schnell machen. Apfel war gut, aber Käfchen ist besser. Ich war halt nicht viel dabei. Wirklich eine ganz kleine Ausrüstung. Wieder mein Evan-Jubrenner. Noch ein bisschen aufhören. So, ich wirklich noch einen Schluck nehmen. Geht ganz dezent. Das muss reichen. Ja, passt schon. Und los geht's. Jawohl. Passt. Da haben wir ganz eine kleine Tassen dabei. Ja, mein erster Gruß gilt wieder natürlich allen Krankensesseln und der zweite Gruß den Rest der Welt. Prost! Ja, perfekt. Perfektes Tagerl hätte wieder erwischt. Habe ich da gerade einen Raubfusch sitzen gesehen, den würde ich nicht vorenthalten. Den zeige ich euch schnell. Ein Loch ein bisschen, ja. Darf's dir gleich wieder ins Grüne. Genau, gehen, bist müde, ja. So, darf schon wieder. Komm. So, jawohl, da kannst du besser, gell? Ja, ich stehe dich schon immer. Kannst schon wieder. Sonnenfreundung. Ja, ich werde jetzt auch zusammenpacken und werde dann wieder Richtung zum Ausgang gehen. Ja, ich habe alles zusammengepackt. Passt wieder alles. Noch mein letzter Blick. Schön. Und jetzt gehen wir schon langsam zurück. Ja, da das jetzt nicht wirklich Herumwanderweg mehr ist, weil der Teil gesperrt ist, ich gehe jetzt den selben Weg halt wieder retour. Ja, da braucht es aber nicht mehr zuschauen. Da schalte ich nur meins, wird halt irgendwas Neues auftreten, wenn nicht, sehen wir uns dann beim Auto wieder. Ja, Freunde, ich bin wieder angekommen. Mit einem schönen Ausblick noch dahinter. Das wird wahrscheinlich nur die Bahn sehen und nicht die Storchennester. Ja, ist halt so. Wie gesagt, ich bin jetzt fast am Auto, in 2 Minuten bin ich dort. Verabschiede mich gleich da. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und Servus die Malen und viert euch die Buben.